Wer einen außergewöhnlichen, pflegeleichten Dresser für stabile Arme sucht, kann hier fündig werden. Aber was macht diese Uhr so besonders und was ist meine persönliche Meinung dazu? Und gibt es vielleicht sogar noch eine Überraschung? Bleibt dran, dann zeige ich es euch. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Bruno Söhnle mit seinem unglaublich großen Portfolio hat es dazu geführt, dass ich nicht nur zwei oder drei Uhren vorstellen wollte, sondern mehrere. Ich habe eine Serie von insgesamt fünf Uhren, die auch nicht ansatzweise das Gesamtportfolio repräsentiert, aber doch einige Highlights setzt, wie zum Beispiel hier die Pesaro 2, eine Quarzuhr mit einer retrograden Anzeige für den Wochentag, ein Großdatum auf 1 Uhr, sowie eine kleine Sekunde auf 6 Uhr, wobei kleine Sekunde ist hier schon nur wirklich normativ zu verstehen. Die kleine Sekunde ist schon relativ groß und damit auch wirklich gut ablesbar. Mir persönlich hat die Uhr gut gefallen, auch wenn sie an meinem Arm etwas überdimensioniert wirkt. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, das Saphirglas, das ist etwas ganz Besonderes. Es ist richtig dick und, was ich schön finde, Bruno Söhnle verziert auch bei Quarzuhren die Platinen und die Rückseite, sodass auch eine Quarzuhr, wie ihr hier sehen könnt, sehr, sehr ansehnlich in der Rückseite sein kann und auch durchaus einen Glasboden verdient. Auch die Skalen um die kleine Sekunde und den Wochentag farblich abgesetzt, finde ich sehr schön, passt sehr gut zu der Uhr und macht die Uhr zu einem Hingucker im Rahmen dessen, was ein Dresser als Hingucker noch erlaubt, weil laut darf ein Dresser ja nicht sein und die Uhr ist auch nicht laut und mit 43 mm im Durchmesser trotzdem sehr präsent am Arm. Die Uhr ist 13,65 mm hoch. Erstaunlicherweise sind viele Bruno Söhnle Uhren als Quarzuhren dicker als die Automatikuhren. Der Bandanstoß beträgt 22 mm. Wir haben ein innen entspiegeltes Saphirglas und die Uhr wird angetrieben von einem Ronda 7004.P. Die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht und wie ihr hier sehen könnt, die Rückseite, die Platinen, die Brücken, alles wirklich schön mit Genfer Streifenschliff versehen. Die Schrauben sind gebläut und den Horn-zu-Horn-Abstand, den hat Bruno Söhnle nicht angegeben. Das heißt, den werde ich jetzt nachmessen und auch da werden wir sehen, es ist eine große Uhr mit etwas über 53 Millimeter Horn zu Horn mit dem Durchmesser von 43 mm und der Höhe von 13,65. Da kann man sagen, es ist wirklich eine Uhr für stabile Arme, aber es ist eine Uhr, die, wie ich finde, durchaus ihre Berechtigung unterm Anzug hat. Unter meinem Anzug, an meinem Arm, finde ich sie, wie gesagt, etwas überdimensioniert, aber wer 19, 20, 21 cm Handgelenke hat, der wird mit dieser Uhr ganz bestimmt glücklich werden können. Die Ablesbarkeit finde ich sehr schön, die Zeiger sind thermisch gebläut, auf der 1-Uhr-Position haben wir ein Großdatum und die Uhr geht aktuell in den Verkauf für 640 Euro. Was ich im Lichte dessen, was die Uhr bietet, nicht als überteuert empfinde. Wir reden hier immerhin von einer Uhr aus Glashütte mit den ganzen entsprechenden Auflagen, die für Glashütter-Uhren gelten. Schauen wir uns nochmal das Saphirglas an. Ihr könnt hier schon sehen, wie das Saphirglas die Lichtbrechung beeinflusst. Und also mir gefällt das Spiel sehr gut, natürlich geht dabei etwas die Ablesbarkeit verloren,
Aber mir hat das extrem gut gefallen, weil das Glas gewölbt ist, dick ist. Die Verzerrungen gefallen mir sehr gut. Und auch die Struktur auf dem Ziffernblatt wird dadurch natürlich nochmal etwas deutlicher, weil das Saphirglas da wie eine Lupe wirkt und das Waben- oder Rautenmuster noch etwas deutlicher hervorhebt. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Mir hat auch sehr gut gefallen die etwas rundliche Form der Uhr. Das Ziffernblatt, gar nicht wahr, das Saphirglas ist etwas abgerundet. Der Topring, der D-Ring ist gerundet. Die ganze Uhr läuft nach oben hin etwas schmaler zu. Das heißt, der Gesamtdurchmesser ist auf der Bodenseite zu messen. Oben ist die Uhr etwas schmaler und macht dadurch einen sehr weichen Eindruck und ist sehr angenehm in der Haptik. Schauen wir mal kurz, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich kurz alles auf die 12 drehen, aber ich bin gerade 3 Sekunden über die 12 von der Sekunde her, aber das wird die Zeigerstellung, denke ich, nicht wesentlich beeinflussen. So, und jetzt gehen wir auf die 12, kurz zurück und gucken, wie die Zeiger stehen. Und das finde ich wirklich klasse gemacht. Ganz, ganz minimal, wirklich minimal ist die Stunde nach rechts verrückt. Aber das sieht man wirklich nur exakt in dieser Position im normalen Ablauf der Zeit. Und wenn man auch nur 2 Minuten weiter ist, fällt es nicht mehr auf. Also das ist etwas, was ich hundertprozentig tolerieren würde und wo ich mir auch keine Gedanken machen würde, das richten zu lassen. Die Krone ist übrigens verschraubt, was die Uhr zu einem sehr schönen Alltagsbegleiter macht. Saphirglas, wasserdicht, verschraubte Krone. Wir werden nachher im Nightshot sehen, dass die Zeiger auch, Klammer auf, dezent, Klammer zu, mit Leuchtmasse belegt sind, sodass diese Uhr wirklich beinahe jede Situation meistern kann. Besonders schön finde ich das Rautenmuster auf dem Ziffernblatt, welches nicht in der kleinen Sekunde fortgeführt wird. Hier haben wir einen metallischen Hintergrund mit Sonnenschliff. Ich finde diesen Wechsel von Licht und Lichtbrechung auf dem Blatt sehr interessant und auch die Anzeige des Wochentags finde ich einen Hingucker und macht die Uhr für mich wirklich außergewöhnlich. Die verschraubten Stege des Bandanstoßes habe ich jetzt schon bei mehreren Bruno-Söhne-Uhren gesehen. Ich kann nicht sagen, ob das alle haben, aber es ist zumindest etwas, was ich schon mehrfach gesehen habe. Die Faltschließe ist eine typische Butterfly-Faltschließe mit signiertem Bruno-Söhnle-Verschluss. Ich habe das Band nicht komplett von der Folie befreit, weil die Uhr natürlich zurückgeht und ich dann die Folie wieder drauf mache und an der Stelle kriege ich das mit meinen grobmotorischen Fingern nicht hin. Ich hatte schon erwähnt, dass die Uhr dezent mit Leuchtmasse versehen ist. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Vorher noch eine Anmerkung von mir zum Thema Quarz. Ich persönlich habe überhaupt keine Probleme mit Quarzuhren. Was ich aber sehr schön finde bei Quarzuhren ist, wenn sie eine kleine Sekunde haben, denn dann ist die springende Sekunde nicht so präsent und man wird nicht permanent daran erinnert, dass es sich um eine Quarzuhr handelt. Jetzt aber zum Nightshot. Ich habe den mit allen 5 Bruno-Söhne-Uhren gefilmt. Ich habe die Pesaro 2 mit dem roten Pfeil markiert. Kurz etwas Licht drauf, damit die Uhren auch leuchten, wenn sie denn leuchten. Und ihr könnt sehen, die Pesaro 2 leuchtet, aber wie gesagt, dezent, wenn man einen Lichtwechsel hat, von besonders hell zu besonders dunkel. Tiefgarageneinfahrt oder vom hellen Balkon ins dunkle Wohnzimmer, sollte das ausreichen, um die Uhrzeit schnell ablesen zu können.
Ich weiß nicht, wie es sich über die gesamte Nachtdauer verhält, ob es dann noch reicht und insbesondere auch, weil man keinen Anhaltspunkt hat, wo die Skalierung auf dem Blatt ist. Das ist also keine Taucheruhr, es ist keine Toolwatch, aber das will sie auch gar nicht sein. Insofern finde ich das absolut in Ordnung. Ja, ich würde wahnsinnig gerne wissen, was ihr von der Uhr denkt. Und hier habe ich sogar ganz speziell einen Wunsch. Mich würde interessieren, was ihr über Dressuhren bzw. etwas schickere Uhren mit diesen Dimensionen denkt. Denn das ist natürlich ein ziemlicher Brummer. Ich habe es euch gezeigt. Sowohl das dicke Saphirglas als auch die Ausmaße. Eine unglaublich präsente Uhr. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.